Es gibt ein Abschlusspapier auf dem Weltnaturgipfel in Montreal. Fast zwei Wochen haben Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten verhandelt und miteinander gerungen. Wie das Papier einzuordnen ist, darüber möchte ich reden mit Professor Dr. Josef Settle. Er ist der Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, kurz UFZ, in Halle an der Saale. Hallo, Herr Settle. Hallo, Frau Martini. Herr Settle, es gibt jetzt eine Abschlusserklärung. Sind Sie froh, dass es dieses Papier gibt? Dass es Papier gibt, ist nicht so überraschend. Das war eigentlich zu erwarten. Die Frage ist einfach, wie es ausfällt letztlich. Aber dass es eins geben wird, ist eigentlich immer so bei so Verhandlungen. Es wird nie eine Verhandlung geben, wo am Ende gar nichts rauskommt. Dann lassen Sie uns ein bisschen auf die Details schauen. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass bis 2030 30% der Meeres- und Landflächen unter Schutz gestellt werden. Wie wichtig ist dieser Punkt? Ja, dieser Punkt hat, glaube ich, mehr als nur symbolische Funktion. Es geht einfach darum, dass wir uns bewusst werden, wie viel Fläche eigentlich nötig ist, um die Natur zu erhalten für die ganz verschiedenen Leistungen, die Natur für uns erbringt. Und 30 mal 30 war so ein, ja, soll man sagen, schon ein gewagter Vorschlag oder Vorgang, das zu versuchen. Aber es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt und ich denke, es ist schon eine sehr gute Geschichte. Was bedeutet das, was wir von der Natur brauchen oder wie viel Schutzfläche wir brauchen? Warum ist die Natur so wichtig an dem Punkt? Ja, die Natur ist natürlich für uns erstmal die Basis für das Leben. Das heißt, wir sind ja auch Teil der Natur. Wir überleben in der Natur, sind Teil der Natur durch die Evolution geworden. Und wir nutzen die Natur für unser tägliches Leben. Wir nehmen praktisch alle Kulturpflanzen, sind Naturprodukte. Wir nehmen Tiere, die wir auch essen oder sonst wie halten. Unsere ganzen Systeme funktionieren damit, dass Natur in irgendeiner Form gut interagiert. Nun gibt es an diesem 30x30-Ziel aber schon leichte Kritik, weil es keine richtigen Kriterien gibt, wann was ein Schutzgebiet ist. Ja, das ist eine Schwierigkeit, die a priori auch zu erwarten war und auch diskutiert wurde, da wir je nachdem, wo wir sind, Schutzgebiete sehr verschiedene auch definieren. Nehmen wir Mitteleuropa oder Deutschland, da haben wir sehr viele Gebiete, die im Wesentlichen eigentlich alte Kulturlandschaften darstellen, die also nur dann Schutzgebiete sind, wenn sie auch zum Teil genutzt werden. In vielen anderen Regionen der Welt ist es zum Teil verschieden. Geringe Nutzung ist fast überall der Fall, aber oft ist es so, dass es sehr wildnisnahe Gebiete sind. Das heißt, man kann nicht pauschal global festlegen, wie genau die Nutzung aussieht. Da müssen wir die Lücke haben, letztlich, dass wir das regional und national umsetzen können. Wenn Sie jetzt auf die Welt schauen, was für Gebiete würden denn aus Ihrer Sicht dazugehören, die wirklich unbedingt zu diesen Schutzgebieten zählen müssten? Ja, wir haben natürlich diese allseits bekannten tropischen Regionen, der globale Süden hat ganz viele dieser Schutzgebiete, also Zentralafrika, zentrales Südamerika oder eben auch Asien. Die ganzen Regenwaldregionen mit ganz vielen Arten, die nur dort vorkommen, sind sicher eine ganz essentielle Komponente davon. Zum anderen haben wir aber auch Gebiete bei uns, die im Prinzip durch die lange Evolution von Tier und Mensch dazu führten, dass wir sehr spezielle Arten auch dort haben, die genauso schutzwürdig sind. Auch hier geht es darum, dann entsprechende Flächen in der Nutzung nur minimal zu nutzen, entsprechend unter Schutz zu stellen und dort eben auch die Vielfalt, die unser Leben auch mit unterstützt, zu erhalten. Welche Gebiete sind das in Deutschland? In Deutschland sind das zum einen so alte Kulturlandschaften, man denkt zum Beispiel Schwäbische Alb im Süden oder die Lüneburger Heide, also Gebiete, die durch Menschen oder durch Tiere genutzt sind, durch Beweidung zum Beispiel, wo dann entsprechend sehr spezielle Arten, die mittlerweile oft auf der roten Liste sind, auch dort sich halten konnten oder entstehen konnten. Das heißt, viele Gebiete, die so marginal sind in der Nutzung, die aber in der Landschaft verteilt sind und damit auch so eine Art Brückenkopf darstellen für die Natur, damit sie in der Landschaft auch überleben kann. Ist denn Deutschland eigentlich schon gut aufgestellt? Ich glaube, es sind 6% der Fläche in Deutschland, die man als Naturschutzgebiet bezeichnen kann, oder? Also die Flächenanteile sind ein bisschen höher, glaube ich sogar. Aber im Wesentlichen kann man sagen, da gibt es noch Luft nach oben natürlich. Aber dennoch haben wir einen guten Basisstock, um Schutz zu betreiben. Wir haben verschiedene Gebietskategorien, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, die etwas weniger streng sind, die insgesamt zum Schutznetzwerk natürlich zusammengehören, die aber verschiedene Kategorien umfassen, verschiedene Arten beinhalten, verschieden intensiv genutzt werden. Das heißt, wir haben schon einen ganz guten Stand, aber noch viele Möglichkeiten, es zu verbessern, da wir ja doch letztlich auch den Verlust von Artenvielfalt häufig in der Agrarlandschaft entsprechend kompensieren müssen durch entsprechende Gebiete, die diese speziellen Arten noch beinhalten. Bundesumweltministerin Lemke ist auch mit Geld in diese Konferenz oder zu dieser Konferenz gereist. Und das, was sie jetzt erreicht hat oder was insgesamt erreicht wurde, ist, dass es bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich geben soll, die arme Länder bekommen von reicheren Ländern, um eben diese Naturschutzgebiete unter anderem durchzusetzen und wirklich auch mit Leben dann zu füllen quasi. Ist das ein richtiger Schritt?
Es ist ein richtiger Schritt, der geht in die richtige Richtung. Es waren ja viel höhere Beträge ursprünglich gefordert worden vom globalen Süden, so bis 100 Milliarden pro Jahr. Die 20 Milliarden sind sicher ein Kompromiss, der realistisch ist, was wir einfach letztlich momentan bereit sind zu leisten aus Sicht des Nordens. Und dann wird es darum gehen, dass diese Maßnahmen, die dann da ergriffen werden, auch entsprechend wirklich stattfinden. Und da müssen wir sehen, wie das nach und nach läuft. Deshalb auch diese Vereinbarung ja gewisse Kontrollzyklen in Tuss hat. Das heißt, wir schauen entsprechend nach gewissen Jahren, ob Dinge auch umgesetzt wurden und die Ressourcen entsprechend angemessen eingesetzt wurden. Was muss denn umgesetzt werden? Also das kommt darauf an, wo wir sind natürlich wieder. Das kommt auf die Gebiete an. Häufig geht es darum, dass wir entsprechende Nationalpark-Ranger zum Beispiel brauchen, dass wir entsprechend Gebiete bewachen, beschützen, zugleich aber der lokalen Bevölkerung eine Überlebenschance geben, in Regionen zu bleiben. Das heißt, dort geht es darum, die Landwirtschaft zum Teil zu kombinieren mit dem Schutz von naturnahen Bereichen. Und es ist nicht ganz billig, dass es vor allem darum geht, Personal zu haben zum einen und zum anderen eben auch Weiterentwicklung von Nutzungssystemen, die eben nachhaltig sind. Was für Gebiete würden Sie ganz oben auf diese Schutzliste sozusagen stellen, wo Sie sagen, jetzt muss sofort gehandelt werden, weil diese Gebiete in Gefahr sind? Ja, das gilt eigentlich für die ganzen Tropenregionen, weil die sehr stark gefährdet sind. Amazonien ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir ja Gefahr laufen, dass wir einen sogenannten Kipppunkt erreichen, dass also der Regenwald in die Savanne sich verwandelt. Es geht um Klima und um Natur und beides in Kombination. Dort ist ganz wesentlich, dass wir entsprechend nicht weiter eingreifen. Das gleiche gilt für die verbliebenen naturnahen Gebiete Zentralafrikas, im Kongo zum Beispiel, also auch eine Region, die sehr stark in Sachen Nutzung umstritten ist, sage ich mal. Und genauso sind viele Regionen noch die verbliebenen in Südostasien und Asien, die letzten Verbliebenen, die müssen wir entsprechend retten, also verschiedene Inselbereiche, verschiedene Flächen auf Borneo zum Beispiel. In diesem Abschlusspapier steht unter anderem auch drin, dass Pestizide weltweit halbiert werden sollen. Gute Idee? Ich meine, das ist genau die Idee, die wir auf der EU-Ebene bei der Farm-to-Fork-Strategie auch verfolgen, 50% Reduktion. Und ich denke schon, dass das Potenzial dafür da ist, ohne dass wir große Einbußen beim Ertrag haben. Also wenn wir in Richtung Produktion von Massengütern gehen, also kohlenhydrathaltigen Substanzen, also Getreide zum Beispiel und auch viele andere Produkte, da können wir letztlich belegen, dass Zahlen bis 70% einsparen, ohne große Verluste beim Ertrag zu haben, insbesondere bei Insektiziden. Die 50% gelten für alle Pestizide, Insektizide, Fungizide, Herbizide. Und ich glaube, als Mittelwert ist es durch aus der realistischen Variante, das anzustreben, wenngleich es auch erstmal ein weiter Weg sein wird, es zu erreichen. Wie weit ist Europa auf diesem Weg? Europa hat sich das Ziel gesetzt, aber ist momentan ein bisschen zögerlich bei der Umsetzung. Das heißt, wir haben vielleicht noch zu viele verschiedene Interessensgruppen, die das versuchen zu verzögern zumindest, wo wir etwas massiver dann arbeiten müssen. Also wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht so weit genug, würde ich mal sagen. Auch in dem Papier steht drin, dass es eine Forderung geben soll nach Abschaffung schädlicher staatlicher Anreize und Subventionen. Was ist damit gemeint? Ja, wir haben ganz viele Subventionen, mit denen wir zum Beispiel bislang immer gefördert haben, die fossilen Energieträger, also Kohle, Gas und Öl zum Beispiel, die ja durch diese Subventionen im Prinzip erst zum Teil, nutzbar wurden und dann entsprechend hohe Schäden angerichtet haben. Also Subventionen in diesen Bereichen abzubauen, wäre ganz wesentlich, um auch anderen Produkten oder anderen Vorgehensweisen entsprechende naturbasierte Lösungen, den Weg zu bereiten und dort eben eher die Subventionen nützlich einzurichten. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Agrarpolitik in Europa, wo wir nach wie vor doch einen hohen Anteil an Subventionen in Systeme investieren, die nicht als sehr nachhaltig zu zählen haben. Wenn Sie jetzt als Naturforscher auf dieses Papier schauen, sind Sie zufrieden oder sagen Sie, erster Wurf, da kommt noch einiges oder müsste noch einiges kommen? Es ist beides. Ich bin zufrieden. Ich bin ja nicht nur Naturforscher, ich bin auch Agrarwissenschaftler von der Ausbildung her und sehe immer diese beiden Seiten letztlich. Und ich glaube, wir haben da ganz gute Fortschritte gemacht. Dennoch ist natürlich das bei weitem nicht hinreichend, aber der Weg stimmt, die Richtung stimmt und ich bin eigentlich froh, dass wir so weit gekommen sind bei dieser Vielzahl von, zum Teil auch divergierenden Interessen weltweit. Fast 200 Staaten unter einen Hut zu bekommen, ist ja nicht ganz trivial. Und ich glaube, da haben sich einige ganz guten Ruck gegeben, um eben hier eben nicht allein dazustehen und das Ganze scheitern zu lassen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, richtige Richtung, aber noch mehr Ambitionen wäre vielleicht ganz gut. Nun ist das Ganze ja eigentlich nur ein Papier. Es gibt keine wirklichen Richtungen, man muss sich nicht daran halten. Birgt das Gefahren?
Also erstmal ist ein Papier eine Voraussetzung, dass das passieren kann. Ohne Papier passiert gar nichts. Das ist eine ganze Prämisse an dem Ganzen. Und dann ist es so, dass wir natürlich durch die CBD ja auch einen rechtlich bindenden Prozess haben. Die Konvention ist ja eine Konvention, die im Prinzip rechtlich bindende Vereinbarungen trifft. Dennoch sind die Details natürlich nicht so festgezogen, dass man so genau weiß, was man überall machen kann und machen muss. Aber es ist schon mehr als nur ein Papier. Es ist schon eine rechtliche Vereinbarung, die ja auch, wenn es darauf ankommt, entsprechend Folgen hat, wenn man sich nicht dran hält. Also eigentlich ein guter Tag. Im Großen und Ganzen ein sehr guter Tag. Also ich war nicht so optimistisch noch vor einer Woche, als ich noch in Montreal war, war das Ganze schwer zu sagen, wie es laufen wird. Von daher, der Trend der letzten Tage war sehr positiv. Also ein guter Tag. Es gibt noch bessere Tage natürlich, aber da hoffe ich darauf, dass den nächsten Treffen dann entsprechend Fortschritte gemacht werden. Josef Setterle, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke auch.